Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir nähern uns dem Jahrestag dieser Bundesregierung und wir nähern uns auch dem Jahrestag des neu gegründeten Bauministeriums. Groß angekündigt, mit vielen Stellen ausgestattet und vor wichtige Aufgaben gestellt, waren wir, glaube ich, hier alle im Haus gespannt, welche bahnbrechenden Erfolge in Zukunft von Ministerin Geiwitz verkündet werden können. 400.000 neue Wohnungen im Jahr war das Ziel der Bundesregierung. Dazu Bürokratieabbau, vereinfachte Verfahren, schnellere Genehmigungen und insgesamt einfach weniger Wohnungsnot in Deutschland. Wie sieht denn Ihre Bilanz ein Jahr später aus? Erstens, anstatt 400.000 Wohnungen werden im Jahr 2022 wahrscheinlich nur ungefähr 200.000 Wohnungen gebaut. Haus und Grund geht sogar davon aus, dass man in den nächsten Jahren sogar weniger als 100.000 Wohnungen pro Jahr baut. Das nennt man krachend gescheitert, meine Damen und Herren. Zweitens, anstatt für vereinfachte Verfahren und für eine bessere Unterstützung zu sorgen, hat die Bundesregierung die KfW-Förderung über Nacht gestoppt und so völlig abrupt bei vielen Bürgern den Traum vom Eigenheim beerdigt. Drittens, anstatt für bezahlbaren Wohnraum zu sorgen, haben Sie mit Ihrer unsinnigen Energiepolitik die Nebenkosten noch weiter in die Höhe getrieben und gehen jetzt ganz aktuell noch so weit, dass Sie die vielen Kleinvermieter in Zukunft auch noch durch eine CO2-Steuer, also durch die anteilige CO2-Steuer, zusätzlich belasten wollen. Sie haben es also in 12 Monaten geschafft, dass wir weniger Wohnungen wie vorher gebaut haben, weniger Menschen haben Förderung erhalten und weniger Vermieter werden in Zukunft die eigene Wohnung überhaupt noch vermieten. Unter normalen Umständen würde man diese Bilanz als katastrophal bezeichnen. Aber in dieser Bundesregierung fällt Versagen schlicht und ergreifend nicht mehr weiter auf, meine Damen und Herren. Sie dürfen gerne Zwischenfrage stellen, wenn Sie so dazwischen rein blöken. Melden Sie sich doch, stellen Sie Zwischenfrage, wie das unter anständigen Demokraten so der Usus ist, und dann gebe ich Ihnen auch gerne Antwort darauf. Sie schaffen es also nicht, auf der Angebotsseite Wohnraum zu generieren. Aber was mit der Nachfrageseite? Und jetzt dürfen Sie gleich wieder weiterschreien und Sie wollen es nicht hören, das ist mir bewusst. Aber es ist eben für unseren Wohnungsmarkt ein riesiges Problem, dass jedes Jahr Hunderttausende Migranten nach Deutschland einwandern und auf den Wohnungsmarkt drängen. Wenn im ersten Halbjahr 2022 eine Million Menschen einwandert, dann sind das 2 Millionen Menschen pro Jahr. In den nächsten 10 Jahren kommen wir dann auf 20 Millionen Migranten und hätten unsere Bevölkerung mal ganz flott von 82 auf über 100 Millionen Menschen gesteigert. Irgendwann müssen selbst Sie doch mal merken, dass die jetzt schon bestehende Wohnungsnot beim besten Willen dann nicht mehr zu lösen ist, meine Damen und Herren. Und wenn Sie auf unsere AfD-Fraktion schon nicht hören wollen, dann schreiben Sie es doch bitte gerade Sie, meine Damen und Herren, die immer die großen Zwischenrufe haben, Sie können ganz besonders zuhören, schreiben Sie sich die Worte des Präsidenten des Bundesverbandes Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen hinter die Ohren. Ich zitiere mit Erlaubnis der Präsidentin. Bislang reagiert die Bundesregierung viel zu zögerlich und verharrt in ihrer realitätsfernen Wünsch-dir-was-Politik. Statt ideologischer Träumereien braucht Deutschland jetzt mehr denn je eine handfeste und auf der Realität basierende Energie-, Bau- und Wohnungspolitik. Zitat Ende. Viel besser hätte ich es auch nicht ausdrücken können. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Als nächste Rednerin erhält Anja Liebert für Bündnis 90 Die